Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Planet Crafter. Das Plätzchenproblem. Leute, ich konnte jetzt mal die Kommentare zur gescheiterten Plätzchenherstellung lesen. Und ich habe natürlich direkt wieder im Stehen geschlafen. Für so ein Plätzchen braucht man Schokolade und Mehl. Ne? Das ist was anderes als Kakao und Weizen. Ich hab's nicht gepeilt, Leute. Ich hab's nicht gepeilt. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal aus dem Kakao Schokolade machen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir das direkt rüberziehen in unsere Fabrik und das da trotzdem nochmal aufbauen, dass wir unsere Weihnachtsplätzchen kriegen, Leute. Da wird es ja höchste Zeit. Ja, komm, das machen wir. Das heißt, ich würde mich mal darum kümmern, dass wir jeweils einen Autobauer für Mehl und Schokolade nochmal hinstellen. Und dann nochmal einen, um Plätzchen zu backen. Oder wie? Ja. Dann brauchen wir drei Stück. Ist ja nicht wenig. Aber nur Osmium und Superlegierungsstäbe, das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wenn ich hier noch genug Osmium drin habe, ja. Superlegierungsstäbe stellen wir ja auch schon her. Das sollte auf jeden Fall klappen. Wir ziehen um. In die Fabrik, da machen wir hier nochmal einen Raum für Plätzchen. Hier drüben unsere Kernfusionsenergiezellen. Hier die Plätzchengeschichte. Und hier drüben bauen wir dann die Leiterplattenproduktion auf. Das sollte hoffentlich auch weit genug voneinander weg sein, dass sich das nicht irgendwie beißt mit den Ressourcen. Ich kann es nur hoffen. Warte mal. Ja, der Radius ist schon immens, ne? Müsste ich den Autobauer hier ganz in die Ecke stellen, dann geht's vielleicht, ne? Würde sagen, das klappt. Aber jetzt lass erstmal die Plätzchengeschichte in Angriff nehmen. Die machen wir hier daneben. Mach's ruhig hier wieder, in der Mitte. Obwohl, so viel brauchst du da nicht, ne? Du brauchst einmal einen Autobauer hier. Dann die zwei Lagerbehälter und dann nochmal einen zweiten Autobauer. Müssen wir nochmal Lagerbehälter bauen tatsächlich. Da ist schon relativ viel drin. Wir machen das am dümmsten. Wir gehen nachher nochmal zum Warp-Tor und nehmen nochmal so eine Brennstoffzelle mit und machen da nochmal die Türen auf. Da können wir nochmal einen Tresor knacken. Das machen wir dann gleich im Anschluss. Das kriegt doch niemals in mein Inventar. Soll ich da schon mal Schokolade von machen? Oder ich lasse es die Drohnen einfach rüberbringen. Das ist auch eine gute Idee. Dann brauchen wir hier unsere Leiterplatten. Ein bisschen Superlegierung. Ich baue hier die zwei Schließfächer auf. Und die stehen sogar ein bisschen weiter raus. Ja, mach doch direkt da dran. Kakao. Und Weizen.
Dann hier. Ja, das kommt hin. Das ist hier Nachfrage Weizen. Du sollst Schokolade herstellen und du sollst Mehl herstellen. Daraus. Lagere ich das jetzt nochmal zwischen. Oder reicht das, wenn ich jetzt einfach nochmal einen Autobauer baue? Oh, für Plätzchen. Muss ich nochmal die Ressourcen hier rüberbringen. Ah, jetzt kommt was, sehr gut. Das ist ja voll die Hyperproduktion für so ein paar olle Plätzchen. Die lagern wir erstmal hier ein. Was? Platzieren. So ist besser. Stellst du jetzt was her oder nicht? So, Schokolade herstellen. Du Weizen. Du machst Plätzchen. Oder, hä, da war doch eben schon mehr drin, oder? Bringen die das jetzt wieder darüber? Warte mal. Ich will meine Plätzchen. Mal ein bisschen die Drohnen entlasten und bringen das mal hier rüber. Okay, da haben wir schon mal Schoki. Jetzt haben wir einen Schwung Weizen. So. Für Essen und Trinken ist keine Zeit. Es geht hier um Weihnachtsplätzchen. Herrgott, meins. Da brauchst du aber auch eine ganze Menge jetzt, ne? Dann können wir da nämlich doch nochmal zwei Beete von anwerfen. Alles in allem sind die ganz schön teuer herzustellen. Du brauchst ja wie viel Schokolade für einen, wie viel Kakao für eine Schokolade? 6 Kakao für eine Schokolade und dann brauchst du mal 3 Schokoladen, also 18 Kakao für ein Plätzchen und 18 Weizen. Okay, ich bringe das nochmal eben rüber. Wir sehen uns gleich wieder. Kleiner Meteoritenschauer, der hält uns aber nicht ab. Jetzt alle Ressourcen hier eingelagert.
Jawohl, das erste Plätzchen. Und jetzt haben wir hier auch die Nachfrage nach Plätzchen. Jetzt funktioniert alles. Ich habe hier Nachfrage eingestellt, hier das Angebot. Jetzt läuft die Plätzchenproduktion. Junge, Junge. Ja, sehr gut, dann könnte ich schon mal vorproduzieren. Hier ist noch nichts drin. Hier muss ich mal schauen, wo es jetzt gerade dran hängt. Pulsar ist ja jede Menge da. Osmium fehlt ein bisschen. Und Methan fehlt. Da kommt nicht so viel an Land. Das hier muss mal raus. Das wird noch nicht abtransportiert. Trotzdem kommt hier viel zu wenig bei rum. Ich brauche nochmal so einen Gasextraktor. Was kostet der? Ich ziehe mal nochmal einen dritten hin. Zwei Zeolit und einen Iridiumstab. Falsche Richtung. Zwei Zeolit und ein Iridiumstab. Mal hier einen mit. Ich muss da nochmal einen Schrank machen für die Sauerstoffkapseln hier. So. Essen können wir gleich, bevor wir aufbrechen, zum Warp-Tor. Wir gucken mal, wie der Status an unserem Schiff jetzt ist. So, das soll auch abgeholt werden. Gibt es ein bisschen mehr Methan. Osmium brauche ich vielleicht sogar noch einen zweiten Extraktor, damit das ein bisschen schneller geht. Ach so. Jo, und wir müssen Honig abholen lassen. Nachfrage. Honig. Warum ist denn hier eine Larve drin, bitte? Oh. Ist auch kein Platz mehr. Müssen wir dann auch noch zwei Beete bauen. Ah, warte mal, ich nehme mal die raus. Dann kriegst du die erstmal rein. Das wollte ich gerne im Anschluss machen. Hol ich die hier mal mit rein. Ich brauche mir einmal Honig mit Bohnen. Können wir uns dann unterwegs gleich mal reinscheppern. Ich muss nur noch die Nachfrage beim Honig einstellen. Das Angebot meine ich natürlich. So, dann wird jetzt auch Honig automatisch abgeholt. Das vergesse ich jedes Mal. So. Kurz das Inventar leer. Wie sieht es hier aus? Das bringe ich sogar noch hier rein. Ich bin ja begeistert. Lass mal das Billigessen Liste mal da. So. Wie voll ist unser Schiff? Das ja, noch nicht so geil. Wir müssen eine mitnehmen für das Warp-Tor. Oder nimmst du zwei mit? Ich nehme lieber zwei mit. Und ich muss mich um eine höhere Methan- und Osmium-Produktion mal kümmern. Das geht mir zu langsam. Aber funktionieren tut's schon mal. Auf zum Warp-Tor. So, da ist der Eingang. Ich habe hier sogar noch Klamotten drin. Glaubst du es denn? Müssen wir dann mal vielleicht mitnehmen.
Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier die Brennstoffzelle aktivieren. Eine zweite Sache, die ich unbedingt noch machen muss, ist ein Extraktor beim Obsidian setzen. Da war ich kopfmäßig auch nicht so auf der Höhe, glaube ich. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, du musstest den Extraktor in eine Höhle setzen, aber wir sollten mal ausprobieren, den einfach da aufs Feld zu setzen. Der wird ja dann sicherlich auch was farmen. Oh Mist, jetzt steht hier schon das Wasser drin. Ich war da so von überzeugt, dass ich überhaupt nicht weiter darüber nachgedacht habe. Warte mal, hier ist diese Höhle. Gab's hier was? Ja, hier gab's doch was zum Einsetzen. Und hier gibt's auch noch so einiges zum Abbauen. Haben wir noch ein paar Leiterplatten auf Halde. Muss nur daran denken, dass du hier jetzt auch mal Sauerstoff verbrauchst, ne? Ich sag's nur. So, Leiterplatten. Wo ist hier wohl was aufgegangen? Oh. Das hier? Nee, das nicht. Da warst du eben schon. Ah, aber das hier. Da ist auch direkt der Safe. Wie er immer die Saves direkt findet. Der kleine Gierschlund, ey. Ist ja unglaublich. Hallöchen, Safe. Uiuiui. Ui, ui. Nochmal gute 2500 Token. Sehr nice. Und wir kriegen auch den ganzen Inhalt hier noch mit. Hast du hier noch eine Kiste? Ist hier noch was Geiles drin? Nochmal Token. 500. Sehr gut. Rest hole ich gleich noch ab. Wir gucken uns noch mal kurz um, ob hier vielleicht noch irgendwo was aufgegangen ist. Ich glaube eher nicht, ne? Mal kurz was zwischenlagern. Ja, das sollte ja hoffentlich reichen, ne? Viel mehr. Ja, ich suche mir noch das Beste wieder raus. Wir schmeißen mal alles hier rüber. Das haust du dir mal rein. Und wir gehen noch mal gucken. Schade, hier ist leider nichts aufgegangen. Da auch nicht. Hier kommst du sowieso nicht durch. Gleich mal einen Schluck getrunken, ist ja auch nicht verkehrt. So, bau die noch ab. Da ist noch was zum Abbauen. Noch eine Kiste, habe ich gar nicht gesehen eben. Und was für ein schönes Zeug. Jawohl, wieder jede Menge Leiterplatten, das ist doch gut. Okay, haben wir das Schiff auch fertig. Würde ich sagen, also hier war ja nichts weiter, ne? Hier war ja einfach der Tunnel dann zu Ende. Ja, okay. Ne, ich glaube, hier mehr ist hier nicht. Wir sind tatsächlich durch. War nur der eine Raum mit dem Safe. Ja. Okay. Dann schauen wir mal, was wir mitnehmen wollen. Das hier, Superlegungsstab, die Sicherungen. Noch eine Leiterplatte.
Die beiden Sachen. Oh Gott. Ja, ich muss eh nochmal her den Rest dann holen. Das hier brauchst du nicht. Die Blumen eigentlich auch nicht. Ja, guck mal. Da ist doch schon mal eine schöne Auswahl wieder zusammen. Wir machen uns zurück. Und ich würde mich, glaube ich, ganz gerne nochmal darum kümmern, an mehr Osmium dran zu kommen. Jetzt bist du aber falsch abgebogen. Du musst eigentlich da rüber, oder? Ist noch Zeolit. Das kannst du jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Iridium ist jetzt nicht das Problem. Da kriegen wir genug bei uns aus der Höhle. Versuchen wir hier hoch zu flattern. Sehr gut. Da hast du jetzt aber wieder einen schönen Umweg eingeschlagen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Denn, ich glaube, wir haben noch was übersehen. Hier vorne bei der Superlegierungshöhle, die ist ja hier gleich, lag, meine ich, noch ein Satellit, habe ich beim Schneiden gesehen. Lass uns nochmal ganz kurz da gucken. Ob es da nochmal zwei weitere Buchstaben für uns gäbe. Hier ist sogar noch eine Kiste. Aber jetzt habe ich gerade keinen Platz mehr. Der. Hier, den meine ich. Kann man hier noch was untersuchen? Ja, klar. Oh, hier sind einfach Klamotten drin. Okay. Ja, die muss ich dann später nochmal abtransportieren. Wir sehen uns zu Hause. So, ich bin wieder zurück in der Base. Wir werden noch mal ein paar oder zwei Erzextraktoren bauen. Osmium, Superlegierung, Iridium. Zwei Iridium, zwei Osmiumstäbe und zweimal Superlegierung. So, dann können wir noch zwei T3er bauen. Einen setzen wir gleich mal hin an den Vulkan. Und testen mal aus, ob wir da Obsidian bekommen. Ja. Das wird höchstwahrscheinlich funktionieren, ne? Ich habe nur nicht drüber nachgedacht. Dann setzen wir hier in dieses Obsidianfeld direkt rein und dann lassen wir es auch abtransportieren. Das müsste doch hier bei diesen großen Obsidianfelsen sein. So was Bescheuertes, ganz ehrlich. Zack. Sehr geil. So. Angebot Opsi. Dann könnt ihr das direkt zu Hause in den Schrank packen. Dann hängt es da auch schon nicht mehr dran. Und dann brauchen wir halt mehr Osmium. Und mehr Methan eigentlich noch. Da hängt es ein bisschen dran. Unsere Brennstoffzellenproduktion. Aber wir kriegen das schon in Gang. Upsala. So.
Mal kurz hier Obsidian einstellen. Habe ich da schon einen großen Schrank? Nee, wa? Habe ich noch das kleine Ding? Naja, dann soll die das erstmal... Obwohl, nö. Wir bauen gleich einen großen. Jetzt haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Erstmal den Schrank direkt ab. Leiterplatte. Zwei hiervon. Zack. Obsidian. So. Dann schauen wir mal ganz kurz hier bei den Drohnen rein. Ich könnte rein theoretisch die Einsamer rausnehmen. Oh, ich muss Obsidian noch wegpacken. Die Einsamer rausnehmen. Das wäre mal ein Grund, sich einen Recycler zu gönnen, tatsächlich. Das andere war eine Schreddermaschine. Nö, wir gönnen uns mal einen Recycler, haben wir noch nicht gebaut. Aber erst setze ich mal den Extraktor. Es waren ja noch ein paar Drohnen da quasi auf Halde, die gerade nichts zu tun hatten, wie es aussah. Das heißt, ich kann einfach noch einen zweiten in die Osmiumhöhle bauen, ne? Von den Extraktoren. Sollte ja kein Problem sein. Wie die hier immer alle Hände voll zu tun hast, ne? Das ist schon... schon ziemlich geil. Mein Zettel wird und wird nicht leerer. War hier noch was drin? Ah, nee, nur Schrott. So, hier bitte noch mal einen daneben. Was mir oben? Sollte laufen. Wird auch alles fleißig abgeholt. Ist zumindest im Augenblick nichts drin. Dann sollte das passen. Schaffen wir das noch? Ja, komm, wir leisten uns noch schnell den Recycler. Und ich ersetze die Einser nochmal durch Zweierdrohnen. Hier wird auch immer direkt alles abgeholt, also die Kapazität scheint noch zu stimmen im Moment. Allerdings, wenn ich jetzt die 5 Einser wegmache, dann könnte es tatsächlich ein bisschen knapp werden. Dann lass mal gucken, wo wir den Recycler hinstellen wollen. Du brauchst Superlegierung. Dreimal. Noch kein Obsi da. Na gut, der Weg ist natürlich jetzt ein bisschen weiter, ne? Hier zum Obsidian. Kann man erkennen, welches... Einser und welches Zweierdrohnen sind? Die ist schon sehr langsam hier, oder? Das ist eine Zweier. Ja, doch, guck mal hier, die Zweier sind schon. Was machen die denn da? Ja, sie sind schon ein Stück schneller, ne? Wenn man das mal vergleicht. So, warte, Recycler. Mikrochip zerlegen zweimal. Silizium und Magnesium, das habe ich ja ewig nicht mehr gebraucht.
So, wo kommt er denn hin? Wo recyceln wir denn? Hier vielleicht? Von mir aus kannst du hier recyceln. Großes... Ach Gottchen. Naja. Das ist ja mini, das Teil. Oh, steht der falsch rum? Wäre irgendwie geiler. Würde andersrum stehen, oder? Dass wir die Kiste hier vorne hätten, das fände ich irgendwie besser. Kiste hier vorne und da recyceln. Okay, lass mal ein paar Drohnen reinfeuern. Oh Gott. Warst du schon fast da? Ich und meine Base. Muss wirklich bald mal Schilder aufhängen für mich. So, kann ich euch jetzt hier raus? Das sind alles Zweier, die nicht. Hoffentlich kommt hier heute nochmal eine Einser an. Jetzt sind sie alle unterwegs. Ja, Obsidian, das zehrt jetzt, ne? Weil der Weg tatsächlich ganz schön weit ist. Ihr könntet auch einen Teleporter nehmen, Jungs. Scheiße, jetzt komm mal eine rein, bitte. Ich würde es wenigstens mal ausprobieren wollen. Mit einer. Den Rest kann ich ja dann abwarten nach der Folge. Ich muss die ja irgendwie abfangen. Oder kann ich die deaktivieren? Nö. Wüsste nicht wie. Nein, das ist wieder eine Zweier. Gut, ihr habt es ja nicht eilig, ne? Oh, endlich. Junge, jetzt habe ich aber echt ein bisschen gewartet. Ich hoffe, die flitzt jetzt nicht gleich aus meinem Inventar wieder los. Also eine habe ich endlich. Hat ein bisschen gedauert. Leute, Leute. Nein. Kriegen wir die Sachen 1:1 wieder. Die kostet ein Eisen, eine Leiterplatte und ein Raketentriebwerk. Eisen, Leiterplatte und Raketentriebwerk. Ich habe jetzt im Inventar 3 Eisen. Stopfen wir die eine da rein. Wie sie durchgehustet hat. Ja, gibt's 1:1 sogar wieder die Sachen. Das ist ja mega nice. Ja, dann werde ich die jetzt mir da nochmal raussammeln. Und die dann durch Zweier ersetzen. Huh. Nein, halt, da ist gerade was. Hier. Jawohl. Die nächste erwischt. Okay, Leute, dann soll es das gewesen sein für die Runde. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Ich habe ein Auge auf meine Drohnen hier. Und werde dann noch gleich nochmal 5 neue bauen oder so. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Reinschauen. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüssi. Kommst du? Hallo. Drötchen. Junge, das dauert.